Wir haben jetzt 22,5 Kilometer auf der Uhr. Soeben die 56 Kilometer Marke überschritten, also schon mal Rekord. Ich krieg's langsam ein bisschen im Rücken. Ich muss irgendwie schneller werden, aber ich weiß nicht wie. Das sieht gar nicht gut aus. Freunde der guten Unterhaltung. Heute haben wir mal eine kleine Challenge am Start. Schon seit wir damals die 55 Kilometer gemacht haben auf dem Halbstundenweg, wollte ich schon immer mal die 100er machen. Jetzt habe ich die 100 Abonnenten zum Anlass genommen, das mal durchzuziehen. Leider ist es jetzt, ist hier der Winter ausgebrochen. Wir haben jetzt aktuell minus 2 Grad und Schneefall. Ja, werden immer wieder Leute dazukommen, ein paar Kilometer mitgehen. Die Altbekannten. Matthäus fängt an, der holt mich hier gleich ab. Und dann starten wir aus der Nähe von Soltau und gehen den Heidschnuckenweg dann hier bis Neuwiedental, Neugraben-Fischbeck. Sollten ziemlich genau 100 Kilometer sein. Wird gut. Kommst du noch her, oder? Nee, ich muss es halten. Moderne Scheißdreck. Es ist jetzt 4.14 Uhr und wir sind am Startpunkt angekommen, irgendwo bei Dammern heißt das hier. Oh, und dann geht's jetzt los. Also hier schneit's noch mehr als in Hamburg auf jeden Fall. Eigentlich ganz geil. Mal gucken, was die Füße sagen. Aber erstmal geht's los. Luft ist auf jeden Fall fett. Kein Geräusch hier. Erstmal geil. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt etwas über 2 Stunden drin. Sind bei fast 12 Kilometern. Also Pace stimmt schon mal. Ja, bis jetzt geht ganz gut. Füße sind noch nicht nass, obwohl deiner ein bisschen, oder? Geht ja, dir? Doch, bin eingekracht. Ersten 10% sind drin. Übrigens auch hervorragend im Fährtenlesen. Hier sehen wir 2 Gestalten. Aber das liegt denen hier nahe. Den Stockbeinigen. Ah, der hat es eilig nach Hause zu kommen. Ja. Die Jungs haben gut getankt. Wir haben jetzt 22,5 Kilometer auf der Uhr. Manni kommt jetzt gleich. Dann tauschen wir einmal Matthäus gegen Manni aus. Zweite Schicht. Jo, da fällt der Tee. Aber an sich, besten Tag ausgesucht. Es ist nicht besonders kalt, schneit die ganze Zeit so leicht. Richtig geil, habe ich nicht gedacht. Das Optimismus passt. Ist da. Da ist mal ein Teechen, ne? Ja. Da ist er ja. Dezent. Na? Oh, geht's dir gut? Ja, soweit. Ja? Gar kein Problem. Na du. Ja, du hattest die erste Scheißstrecke mitgemacht, ne? Ja, war voll geil, ne? Im Dunkeln. Oh. Ja, ja, dann. Jetzt gibt's ja erstmal eine kleine Stärkung. Deutscher Eimannart. Genau. Leider kein Senf dabei, aber. Das ist es. Wir haben jetzt knappe 32 Kilometer geschafft. Ich krieg's langsam ein bisschen im Rücken und in den Kniekehlen hinten. Das habe ich ja schon jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, es ist einfach, weil der Schnee gerade hier wird auch dichter, beziehungsweise höher. Am Anfang war es noch mehr so plattgetretener. Deswegen, ich werde jetzt gleich mal die Stöcke nehmen, die habe ich ja eh dafür dabei und werde mal hier eine Lage ausziehen, weil ich schwitze mir schon einen ab.
Ich nutze jetzt hier die kleine Pause, in der ich Manni wieder in die Obhut seiner Frau übergebe, dazu meine Füße noch mal einzuschmieren. Weil auf Blasen habe ich echt keinen Bock. Sieht bis jetzt aber gut aus, bis auf den Zeh natürlich. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Ah ja, Fuß-Content. Riecht nach nix. Hüft- und Beinbruch. Oder wie wünscht man sich? Alter, jetzt richtig matzig. Fick dich. Ich kann es nicht alleine. Das sieht so geil aus. Hier kommt jetzt nochmal richtig ein schöner Abschnitt. Ey. Ist richtig, richtig schön. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht. Ich habe beim Einschmieren von meinen Füßen, habe ich halt gesehen, bei meinem linken Fuß am Ballen vorne sieht so aus, als wenn sich da schon eine große Blase bildet. Kann ich jetzt aktuell aber nicht viel machen. Ich habe natürlich auch alles Mögliche eingepackt, aber keine Blasenpflaster oder irgendwie Klebeband. Sage ich vielleicht nochmal Bescheid für die nächste Versorgungsstation. Von daher, das muss dann reichen. So weit ist ja auch nicht mehr. Kurz vor Kilometer 50 haben sich Linnea und Roger angeschlossen. Das habe ich leider vergessen zu filmen. Soeben die 56 Kilometer Marke überschritten, also schon mal Rekord. Persönliche Bestleistung. Jetzt beginnt der Marsch. Aber aktuell sieht es körpermäßig noch ganz okay aus. Ich hatte jetzt drei kleinere Tiefs. Einmal bei 30 Kilometer, bei 40 und jetzt eben bei Mitte 50, Anfang 50. Klingt ein bisschen auch nach so einer Biografie. Naja, aber ich glaube, der Schlüssel ist echt Essen. Ich muss mir viel mehr Essen reinknallen. Weil bisher hat immer geholfen, kurz stehen bleiben, was reinsnacken und dann geht's wieder. Also vielleicht ein paar mehr kleinere Pausen, die Beine einmal richtig ausschütteln und dehnen und dann Riegel rein, bis nichts mehr reingeht. Und der Rest ist ja quasi Kopfsache. Am Ende ist es ja auch nur gehen. Boah. Hi. Nice. Noch 41. Oh, stimmt. Süß. Steck 100. Ambrosia des Wanderers. Gutes Radler. Ja, das ist schon wichtig. Ah. Vielen Dank. Mhm. Oh fuck. Wir sind jetzt am Pferdekopf bei Kilometer, ich glaube 65 oder so. Hier das nächste Support-Team streicht die Segel. Linnea und Roger ziehen weiter Richtung Heimat. Ciao, ciao. Und dann kommt Svanja gleich dazu. Mal gucken. Ich muss jetzt einmal über den Pferdekopf. Das ist ja auch ein so ein Hügel. Nicht der Rede wert, ich glaube, das geht. Jetzt gerade ein kleines Hoch. Oh, was ruckelt. Oh. Da kann man noch ein bisschen Knie sparen. So, das war Kilometer 70. Achso, Svanja ist jetzt hier, seit 5 Kilometern ungefähr. Habe ich gar nicht erwähnt. Hat dickflüssigen Kakao gebracht. Voll mit Zucker. Ja. Aber das ist gut. Ja, jetzt aktuell tut mir der linke Fuß schweineweh auf jeden Fall. Ich glaube, da ist die Blase des Jahrtausends drunter. Knie sind noch im Rahmen. Alter, gerade Camp zu spät angemacht. Da hat es gerade richtig übel gegrunzt aus dem Wald. Oh, Svanja hat es auch geschafft. Wir verabschieden uns hier. Vielen Dank, sauber durchgezogen. Oh, Bubi, viel Spaß noch. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, mache ich auch. Tschüss. Ich bin jetzt in Buchholz am Bahnhof, um meinen letzten Compagnon abzuholen. Monsieur Tortue. Und ich würde mich wirklich, wirklich sehr gerne hinsetzen. So, hier. Ja.
habe ihn schon eingesammelt. Eben ist die Cam ausgegangen. So. Jetzt, das ist der letzte Kompagnon. Zieht mit zum Ende durch. Dann haben wir es. Ist nicht mehr lang. Viertel noch. Ein Katzensprung. 25 circa. Jetzt ist es auch egal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich gucke mir jetzt mal kurz meinen linken Fuß an. Weil, Gott, ist alles zusammengefroren. Das fühlt sich echt nach einer riesen Blase an. Hast du Lokoplast mitgebracht? Ja, alles habe ich dabei. Gucken wir. So, dann wollen wir uns mal das Grauen angucken. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Was ist das? Eine riesen Blase. Eine riesen Blase. Alles. Ich glaube, so viel Lokoplast habe ich nicht. Hä? Ist es schon tot? Ich habe keine Ahnung. Damit habe ich gerechnet. Nicht in dem Ausmaß, aber. Ja, das hält noch 30 Kilometer. Die Sohle. Jetzt ist nichts offen, ne? Ja. Alles schonend gestorben. So, wie sieht der andere Patient aus? Genauso. Ja, der sieht sogar noch gut aus. Im Vergleich zum anderen auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ja, siehst du? Guter Fuß. Guter Fuß. Ja, wird schon. Hey. Was ist hier los? Hallo. Hallo. Na? Na? Könnt ihr noch? Also ich, ja. War schon mal besser, ne? Ja. Und wir dachten hier wieder, das ist schön. Also, das sieht gar nicht gut aus. Das wäre jetzt nicht auszusteigen. Nee, Quatsch. Nee. Badi zieht mich schön. Ja, das ist gut. Safety Car fährt vorne weg. Ich glaub, ja, guter Wingman. Sieht jetzt durch bis zum Ende? Ja, natürlich. Ja. Oh, geil. Ja, stabil. Geil. Braucht ihr noch irgendwas? Nee, wir haben genug Essen. Ja. Der Mutti hat auch noch ein Brot gebracht, oder? Ja, Brote, ich habe eine ganze Pizza. Svanja hatte noch Lasagne mitgebracht. Die habe ich dann aber nicht mehr angenommen. Naja, aber mein linkes Knie ist einfach nur ein Ball gefühlt. Ja, das ist. Weiter geht nicht. Ja. Weiter geht nicht. Auf die 20.000 Meter. Ja. Ja, eben, so musst du rechnen. Das sind noch 20.000 nur noch. 19.999. Das schafft ihr! Alles klar. Alles klar, jetzt gebe ich weiter. Ja, also Tim. War schon nicht mehr so gute Laune am Start. Ich würde sagen, so zu 60% schafft er das. Zum Glück hat er Barty dabei. Doch, das ist jetzt durchziehen. Da ist der Wille, glaube ich, dann noch stark. Aber körperlich ist natürlich schon ganz schön im Arsch jetzt. Was waren das eben? 84 Kilometer? Letzten 20 Kilometer geknackt eben. Mhm. Stramme Waden gibt das. So, Kilometer 85 haben wir. Ja, 85,7 sogar schon. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich muss irgendwie schneller werden, aber ich weiß nicht wie. Meine ganze Welt besteht aus Schmerz, Bartholomäus. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Jeder Schritt ist einfach, das geht durch den ganzen Körper. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe mit Energie technisch. Ja, ich denke mir auch die ganze Zeit, es ist ja so kurz davor. Naja, kurz davor ist es 50 Kilometer noch. Ja, aber das ist ja, wenn man fit ist, nichts. Fuck mich mega ab, ich weiß nicht. Also, versuchen wir bis 90 zu kommen und dann gucken wir nochmal. Dann ist vorhin richtig schlecht geworden schon von was? Allem. Die ist schlecht geworden? Ja, ja, meine Füße, Alter, das ist, als wenn, da einfach, als wenn ich jeder Schritt auf dem Nagelbrett gehe. Das zieht halt das Ganze, also hier vorne muss ich gleich den Schuh mal lose machen. Der ist halt ein bisschen zu eng oben und das zieht das ganze Schienbein hoch. Das Knie ist halt einfach, fühlt sich doppelt so dick an, wie es ist. Mein ganzer Rücken ist sowieso eine einzige Faust. Aber Rücken ist nicht so schlimm, das stört mich gerade gar nicht. Aber das Knie und die Füße machen mich halt einfach nur fertig. Wie spät haben wir es eigentlich jetzt? Na eben, bin schon 12, ne? Ja, viertel nach. Heftig. Deswegen, ich bin halt so langsam.
schwierig. Naja, jetzt was fressen. Nochmal Schwarztee. Haben wir eben schon Riegel eingehauen. Den und go. Nichts, nix. Ich will auch nicht, aber ich hasse das. Wir wollen jetzt gerade wieder losgehen nach dem Sitzen, aber Ende. Mein linkes Knie ist einfach, das fühlt sich an, als wenn man einen Luftballon von innen eine Faust reindrückt. Ja, irgendwie so, das geht nicht mehr. Nicht unter den Umständen, heute nicht mehr. Ist dann halt verkackt, aber wir haben jetzt 85,6, was hatten wir gesagt? Ja. Ja. Und damit war's das. Ist so, aber ich kann jetzt hier nicht, ich kann nicht mehr. Ja, beim nächsten Mal, Tim. Nee, Mann, das mache ich nie wieder. Geistig und körperlich auch vollkommen hin. Nee, Mann, tut mir leid, versucht habe ich's, mehr schaffe ich nicht. Der traurige Clown verabschiedet sich. Da geht der geschundene Mann. Seine letzte Reise zurück zur Busstation. Das war mein Special für 100 Abonnenten. Am Ende waren es nur knapp 86 Kilometer, aber mehr waren leider nicht drin. Das nächste Special habe ich für 250 geplant, also empfehle den Kanal gerne weiter. Wenn jemand schon mal sowas gemacht hat, würde ich mich super über Tipps freuen, auch wenn ich so schnell wahrscheinlich nicht noch einen Versuch starte. Wenn ihr in Zukunft mehr solcher Challenges sehen wollt, lasst es mich wissen und bis dahin danke fürs Zuschauen.